labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof. Das hast du antiquarisch erstanden. Das hatte ich noch von früher aus. Ah, sehr gut. Da sind so ein paar Sachen rübergekommen, wie das unvermeidliche Malefiz, Cluedo. Ja, ich glaube auch eine Ausgabe von Monopoly. Ja. Wo mich dann mal erstmals die Regeln gelesen habe und gedacht, ja, so ein Quatsch. Ja, genau, da hat doch jeder seine eigenen Regeln gespielt, auf jeden Fall. Ja, ja, also auf jeden Fall spielt es niemand, glaube ich, nach diesem Milton Bradley 30er-Jahr-Regeln. Und es ist ja aus allen möglichen historischen Podcasts bekannt, dass Monopoly ja ursprünglich das Gegenteil im Sinne hatte, nämlich dass man sich als die MieterInnen gegen den Landlord im Landlord's Game zusammentut und dem Kapitalisten auf die Nuss gibt. Ja, das stimmt, 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 stimmt. And here we are. Ja. Gibt's glaube ich, eine Dollop-Folge zu. Absolut. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Podcast zu Geschichte und Popkultur. Und ich freue mich sehr, heute wieder meinen Dauergast dabei zu haben, der ein bisschen eingefroren wirkt oder einfach nur gebannt zuhört. Abel Xavier Unsinn. Schönen guten Tag, wie jedes Mal. Ah, herrlich. Heute ist es nicht nur ein heiterer Geschichtspodcast, sondern auch ein etwas heiserer Geschichtspodcast, so wie das klingt. Ich habe mir gestern die Stimme im Fußballstadion und mit so einer leichten, ja, weiß nicht, leichter noch irgendwie so eine Sinusitis, die mir nachhängt, Nasendebenhöhlen. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls heute ein bisschen angegriffene Stimme. Ich mache das aber auch wett mit was ganz Ekligem, nämlich dem Juiced Monster Energy Juice Mango Loco. Das ist ein Energiegetränk in einer sehr schön geformten, sehr schön illustrierten Halb-Liter-Dose. Das ist also doppelt so viel wie Koffein wie sonst. Brauche ich aber auch heute. Okay, sehr schön. Was wir hier im wöchentlichen Wechsel machen, ist eine längere und eine kürzere Episode aus der Weltgeschichte. Abel Xavier Unsinn ist unvorbereitet, weiß nicht, was ihn erwartet. Und er reagiert, gibt den historischen Kontext und piekt immer Löcher in meine Geschichte. Mhm. Die Nadel ist gezückt. Ja, und zum Schluss sprechen wir noch über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und die Popkulturreferenzen wie Lieder oder Filme packen wir euch wie jede Woche oder mit ein bisschen Verzögerung in die YouTube- und Spotify-Playlists. Die sind zu finden unter Geschichte ungenügend oder hier in den Shownotes. Und irgendwann tauchen die bestimmt auch mal vor Gericht als Beweismittel auf. Und wenn ihr Bock habt und es euch gut gefällt, ist auch in den Shownotes. Und wir haben Social-Media-Links. Und da hilft mir Gott sei Dank Abel jetzt. Also, ich bin immer wieder erfreut, diesen Verhaspler jetzt sagen zu können. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, ganz oldschooligerweise, an geschichteungenuegend@gmail.com. Und bei Twitter gibt es uns zu erreichen unter geschichteungenugend. In einem durch, ohne Ü, nur mit U. Ja, nur ohne Geschichte. Also ohne Geschichte, nur ungenugend. Ungenugend sind wir. Ungenugend. Ah, ungenugend, genau. Die Ungenugend-Jugend. Und ihr puzzelt euch das selber zusammen. Und wenn ihr euch fragt, ja Moment, hier mit dieser Nummer, einer bereitet eine Geschichte vor, der andere ist unvorbereitet, da sind doch schon ganz viele andere unterwegs. Aber doch, ist doch egal. Ja, der Tag hat 24 Stunden und die Westernstadt ist groß genug für mehr Desperados. Und das ist auch eher weniger eine Konkurrenzsituation. Also ich höre mir die ja nicht so oft an, um nicht unfreiwillig oder freiwillig zu plagiieren. Aber ihr solltet das nicht machen. Ihr solltet nämlich zuhören. Und zwar findet ihr eine Reihe ganz toller Geschichtspodcasts auf geschichtspodcasts.de. Das sind alles unabhängige Podcasts, die nicht an irgendwelchen großen Medienhäusern dranhängen, sondern ihr eigenes Ding machen. Und da gibt es wirklich von Antike bis Zeitgeschichte und von sehr ernst und in die Tiefe recherchiert bis hin zu ein bisschen lustig gibt's auch alles. Und das ist ganz, ganz toll. Da gibt's viel zu finden, das ist korrekt. Yes. Und wir steigen jetzt auch endlich mal ein mit dem heutigen Thema, beziehungsweise mit der falschen Fährte. Sagt dir der Begriff Power Couple etwas? Ja. Power Couple ist ein Begriff, der, würde ich sagen, also in meinem Bewusstsein vielleicht vor so 7,5 bis 12 Jahren irgendwie in mein Bewusstsein gespült wurde, wenn zwei Promis daten. Hm,
Und zwar nicht in Dayton, aber Dayton allgemein. Dayton, Ohio. Dayton, Ohio, genau. Also da kämen jetzt zum Beispiel käme da J-Lo war mit irgendwem zusammen und dann gab's noch irgendwie, war nicht Beyoncé auch mit irgendwem zusammen und dann ist Derek Jeter noch mit irgendwem zusammen, der die wichtig war und vielleicht sogar die untereinander. Wer das jeweils ist, weiß ich immer nicht, das kann ich mir nicht sagen. Aber zumindest kennst du von 3 Power Couples aus den letzten 20 Jahren jeweils eine Hälfte. Ja, genau. Und ich bin da auch irgendwie drauf gestoßen und für mich das Original Power Couple aus, und dann sind wir wieder hier bei Leuten mittleren Alters. Helga Feddersen und Didi Hallervorden. Nee, bisschen begabter, zumindest gesanglich sehr viel begabter, aber auch die gleiche Zeit und wahrscheinlich auch immer mal in den gleichen Fernsehsendungen gewesen, nämlich ein Power Couple, wo ich gedacht habe, die hießen nämlich Power auch, nämlich Arno und Romina Power. Ja, wobei erfüllen die denn den Tatbestand des Power Couples, weil sind die nicht als Couple erst berühmt geworden und nicht einzeln berühmt geworden und dann verpower-coupled? Ja, das kann schon sein, aber die heißen zumindest so. Wobei, die heißen so. Albano. Ja. Und du darfst, welcher von den beiden hat denn den Künstlernamen? Ja, wahrscheinlich letztendlich Romina, wenn du schon so anfängst. Nee, tatsächlich ist Romina Power heißt wirklich Romina Power. Ah, was? Und ist eine Sängerin und geborene US-Amerikanerin, die Tochter des Hollywood-Stars der 30er und 50er bis 50er Jahre, Tyrone Power. Ah, okay. Was auch klingt wie ein Künstlername, aber der hieß. Yeah. Und Albano heißt eigentlich Albano Carisi. Ja. Yeah. Und ist ein italienischer Schlagersänger, kommt aus einfachen Verhältnissen. Und wer sie nicht kennt, die beiden waren so von den Mitte 70er, späte 70er bis Ende. Mehr kann ich nicht, außer das. Ja, eines der erfolgreichsten italienischen Gesangsduette und hatten auch in Deutschland einige Hits. Und den einen hattest du gerade schon irgendwie zwischendurch reingerufen. Piept, genau. Felicitas. Felicita. 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 Heißt wie Glück. Und bicchiere di vino con un panino la felicità. Ja, sehr schön. Es ist ein Glas Wein mit einem Sandwich Glück. Ach, ernsthaft? Also da geht's um die einfachen Dinge. Ah. Und trotzdem wurde das Lied damals irgendwie, weil es in auch so politischen Wirren in Italien dann rauskam, wurde das irgendwie komisch beäugt. Wieso singen die jetzt über das Glück im Alltäglichen? Ist wahrscheinlich in den 80er Jahren in der deutschen allgemeinen Popkultur die drittbekannteste Brille gewesen. Oder vielleicht sogar die zweitbekannteste Brille, Albano. Der hat so eine fette Brille gehabt. Nach genau, Elton John und Hans-Rudolf Kunze würde ich sagen, die drittbekannteste Brille. Okay, gewagt. Ja, Buddy Holly war schon länger tot. Ja. Aber ja, Albano für mich immer noch dieses Bild und ich habe das auch, wenn ich mit meiner Oma Samstagabendsendungen gesehen habe, sind wir beide wirklich durchgedreht, wenn Albano und Romina Power kamen und Albano war immer klein. Klein, genau. Und war sehr viel kleiner als seine Gattin. Ich meine, also nicht nur musikalisch, sondern auch personell verbandelt. Und Albano ist so einen halben Kopf kleiner und dann haben sie das immer so. Der Showtreppe stand er meistens mal eine Stufe höher, damit sich die beiden in die Augen schmachten können beim Duett. Und er hatte auch immer so ein bisschen Fukuhila und Schulterpolster und sie immer bodenlange Kleider. Vielleicht haben die das auch gemacht. Das gibt's nämlich bei Humphrey Bogart und Lauren Bacall, ein ganz berühmtes Foto, wo sie auch auf gleicher Höhe sind, wo sie aber unter Lauren Bacall so ein Loch in den Boden gezeigt haben, in einem Loch stand mit einem bodenlangen Kleid, damit sie auf Augenhöhe mit Bogie ist. Sehr schön. Ja, der war auch nicht so groß. Der war auch nicht so groß. Aber jetzt soll's hier nicht um Size-Shaming oder sowas gehen. Wie gesagt, sehr erfolgreiches Sangsduo und bis zu den 90ern, wo sie 1994 hatte die Familie einen Schicksalsschlag. Eines ihrer Kinder, eine Tochter, ist spurlos verschwunden und das Verschwinden ist bis heute nicht vollständig geklärt. Mhm. Also ich bin nicht ganz in die Tiefe eingestiegen, aber Romina Power geht wohl davon aus, die lebt noch irgendwo, hat sich abgesetzt, hat auch irgendwas keine Lust mehr. Und Albano ist irgendwie der Meinung, die kann nicht mehr am Leben sein und hat sie auch für tot erklären lassen. Darüber haben sich die beiden entzweit eine Zeit lang. Das ist ja dramatisch. Ja, genau. Haben dann jetzt wohl aber auch wieder zusammengefunden und seit 2013 treten die beiden wieder zusammen auf, haben 2020 sogar eine Platte mit ein paar neuen Duetten rausgebracht. Ich habe nicht reingehört. Geguckt, Touren im November 2022 in Osteuropa. Die Tickets für Bukarest sind schon knapp, also haltet euch ran, wenn ihr große Fans seid. Sehr gut. Aber heute sprechen wir, und das kann ich schon mal vorwegnehmen, über ein anderes Couple. Aber auch ein Power Couple. Da würde ich auch sagen, Power Couple, definitiv.
Und wir fangen mal an mit dem einen Teil des Power Couples, nämlich mit Inge Schöntal. Aha. Inge Schöntal wird geboren am 24.11.1930 in Essen als Tochter von Traudl und Siegfried Schöntal. Okay. Der Vater ist Jude, emigriert 1938 in die Niederlande und willigt in die Scheidung ein. Also die beiden lassen sich scheiden, er ist emigriert, die Mutter bleibt da und heiratet 1939 einen Wehrmachtsoffizier. Und die Familie zieht von Essen nach Göttingen. Und dort wächst Inge Schöntal auch auf und bekommt dann aber noch im Jahr 1945 als leibliche Tochter eines Juden Probleme und soll das Gymnasium verlassen, auf dem sie gerade ist. Ja. Dann endet aber der Krieg und sie kann ihre Schulbildung doch noch vollenden. Ja, schön. Ja, und mit 19 hat sie dann klar, was sie werden möchte, was sie beruflich machen möchte und macht sich auf mit dem Fahrrad nach Hamburg. So rund 300 Kilometer. Weil sie zur See fahren möchte. Nicht ganz. Weil sie Taus binden möchte. Nicht ganz. Ah, was macht man denn in Hamburg so? Okay, egal. Irgendwas, was in Hamburg geht und in Göttingen nicht geht. Sie geht bei der, ein bisschen, so ist es jetzt auch nicht. Sie geht bei der Fotografin Rosemarie Prierer in Hamburg in die Lehre. Okay. Und Rosemarie Prierer war im Vorjahr von aus Göttingen nach Hamburg gegangen. Das heißt, die kannten sich offensichtlich schon aus Göttingen. Und dann hat Rosemarie Prierer wohl gesagt, hier Inge, du kannst bei mir in die Lehre gehen, kommst du nach Hamburg und dann bringe ich dir da das Handwerkszeug bei. Jo. Und sie ist halt, mit 19 geht sie nach Hamburg, wird Fotografin. Ihre ersten kommerziellen Erfolge beziehungsweise Deals sind Bilder für die Frauenzeitschrift Konstanze, damals eine der auflagenstärksten Zeitschriften in der deutschen Nachkriegspresselandschaft. Konstanze, da gab's auch, okay. Die Konstanze, ja. Ich glaube, zu meiner Kindheit gab es, so ein Kindermädchenmagazin, das vielleicht so hieß oder so ähnlich. Weiß ich nicht genau. So ein Pferdeheftchen, kann das sein? Das vielleicht Conny? Ja, Conny bestimmt wahrscheinlich, ja. Conny war mal so ein Pferdeding, dann gibt's aber jetzt auch noch Conny mit I. Das sind so Stellvertreterleiden, Pixie-Bücher, also Geschichten für kleine Kinder. Also Conny geht zum Zahnarzt, Conny hat die Nase voll. ja. Okay. Und die Konstanze ist eine der wenigen Zeitschriften, also wir sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg und da gab es nicht so viele Presselizenzen. Da hatte der Herr Augstein eine, da hatte der Herr Springer eine und da war die Medienlandschaft jedenfalls noch nicht so breit gefächert. Aber das ist eine Nachkriegsgründung. Ja, absolut. Okay. Und wie sie dann jetzt wirklich an diese Deals mit der Konstanze gekommen ist, das berichtet sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2012. Aus dem werde ich noch einige Male zitieren und das auch in unserer Quellenauswahl verlinken. Als ich mit dem Auto durch Pöseldorf fuhr, stoppte neben mir ein schickes weißes Auto. Der Mann am Steuer deutete auf meinen Fotoapparat und fragte, ob ich Fotografin sei. Es war Hans Hufzki, der Gründer der Frauenzeitschrift Konstanze. Aha. Als er meine Fotos sah, sagte er, entsetzlich, eine Katastrophe. Hören Sie auf, Schiffe im Hafen zu knipsen. Sie müssen Menschen fotografieren. Ein paar Monate später schickte er mich nach Spanien, um junge, moderne Frauen zu fotografieren. Ja, das passt alles zusammen. Das hätte im Jahre 2015 passieren hätte können. Inwiefern? Dass durch Pöseldorf ein weißes, teures Gefährt fährt und aus dem Fenster heraus irgendwen anspricht, ey, willst du nicht irgendwie hier deine Künste besser einsetzen, als immer nur die Alster zu fotografieren? Fotografier dich doch lieber selber oder so. Ja. Aber ich glaube auch zu der Zeit, wie gesagt, das sagt sie dann später auch in diesem Interview, da hatten es junge, ambitionierte Leute auch ein bisschen einfacher. Als heute. Heute müssen sie da gar nichts mehr machen, außer ihre sich ja bei Instagram hinstellen. Nun, ich glaube, du hast aber auch einen riesen Hustle und nicht jeder junge Mensch, der einen Instagram-Account eröffnet, wird gleich Inge Schöntal, denn Inge Schöntal genügen noch einige andere. Ist das so? Wir machen mal weiter und dann gucken wir mal, ob das so easy war. Ja. Sie ist in der Tat talentiert und sie schießt tolle Fotos. Und nach dem Exkurs in Spanien schickt der Verlag die 22-Jährige nach New York. Mhm. Erneut Zitat Inge Schöntal. Ein Freund aus meinem Hamburger Netzwerk hatte dafür gesorgt, dass die Reederei mich umsonst mitfahren ließ. Mit auf dem Schiff war der Zeit-Chefredakteur Richard Tüngel. Er brachte mir bei, wie man Austern und Eier im Glas mit Stil isst. In New York wohnte ich durch die Vermittlung von Freunden bei der Großenkelin von J.P. Morgan. Hey. Einlassung, ein Banker.
und zwar einem sehr großen, ja, in einem luxuriösen Penthouse an der Fifth Avenue. Es war eben alles viel einfacher als heute für eine junge Frau ohne Geld, die Karriere machen wollte. Okay, ja, nicht schlecht. Beziehungen braucht man haben. Ich denke auch, aber tatsächlich ist es nicht irgendwie Beziehungen, in die sie reingeboren wurde, sondern die durch das, und das wird immer, sie hat halt ein sehr gewinnendes Wesen, sie ist sehr direkt heraus und ja, auch sehr ambitioniert und sagt einfach, das will ich machen und ich will das und das gibt mir das. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Elite damals so ein bisschen, also die Elite, was so eine Pressezeug angeht, einfach überschaubarer war an Leuten und man, wenn man erstmal in dem Klüngel drin war, es dann leichter hatte, da irgendwie vorwärts zu kommen. Ja, guter Punkt. Und ihr größter Scoop in New York wird ein Foto von Greta Garbo, die an einer New Yorker Straßenecke steht, wohl ein Zufallsbild, nicht inszeniert, die sich gerade die Nase geschneuzt hat und noch so ein Kleenex in der Hand hat. Ja. Und dadurch, dass Greta Garbo, große Filmschauspielerin zu der Zeit, recht pressescheu war und dadurch gab es nicht viele Bilder von ihr, oder vor allen Dingen nicht viele gute. Und das war sozusagen der nächste Baustein in ihrer Karriere und sie konnte das Bild für $50 an das Life Magazine verkaufen. Ah, und sie wird dann Paparazza. Nicht ganz, sondern sie muss sich längerfristig, also die Leute werden nicht irgendwie per Zufall irgendwie abgeschossen, sie klettert dann auch nicht über die Mauer, sondern versucht es eben ganz legit an die Leute ranzukommen. Ja. Und da habe ich jetzt nochmal ein Beispiel. 1953 ist dann der nächste Scoop, wo sie im Auftrag des Verlegers Maria Ledig-Rowold, also der Rowold-Verlag, heißt, heute okay, auch noch ein Begriff. Ich nehme an, Maria Ledig-Rowold ist dann der Vater von Harry Rowold. Maria Ledig? Ledig, also Ledig-Rowold ist ein Doppelname. Und Ledig Maria, wie unverheiratet. Ledig wie unverheiratet und Maria der Vorname wie Maria. Und das ist aber ein männlicher Maria? Ja. Ah. Ich hätte ja auch super gerne Maria als zweiten Vornamen. Ja, nur wegen Klaus-Maria Brandauer. Oder Rainer Maria Herbst. So, machen wir jetzt den Maria Showdown. Wer kennt noch mehr Marias? Ja, den Fassbender, der ist doch auch irgendwie Heinz, der heißt ja nicht auch irgendwie so? Rainer Maria Werner Fassbender. Ja, genau. Werner. Aber Werner und Maria ist quasi. Hallo Werner. Das Gleiche. Ja. So, nein. Jedenfalls reist sie erneut über New York, dann Miami, nach Havanna auf Kuba. Wir sind doch in den 50er Jahren, ja? 1953. Und hast du eine grobe Vermutung, welche prominente Person sie 1953 auf Kuba treffen soll? Jetzt muss ich mal meine Kuba-Timeline auf der Reihe kriegen. Meines Erachtens kann das noch keiner von den Revolutionären sein, weil das kam erst später. Ja, der achtjährige Fidel Castro. Ja, ein bisschen älter war schon. Nee, aber die sind ja, ich glaube, der erste Versuch war irgendwann Ende der 50er oder so, 58 war dann die richtige Revolution oder sowas, keine Ahnung, 59, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, auf Kuba war natürlich die gesamte High Society, weil das war ja sowas, was jetzt, das war ja quasi die unüberwachte Spielhölle für die ganzen Reichen der USA. Und da gab's halt den Diktator, der da irgendwie alles halt hat machen lassen und sich gefreut hat über das ganze Geld aus Dollars, die da reinkamen. Und dafür durften die Amerikaner da wild Schindluder treiben mit ihrem zu vielen Geld. Ja. Aber wenn sie da Berühmtes getroffen haben, könnte das deswegen meines Erachtens jeder sein. Der junge John F. Kennedy, keine Ahnung. Ja. Guck mal, der kommt doch auch noch vor, Kennedy hier irgendwo, so, nächste Seite. Nee, in dem Falle ist es Ernest Hemingway. Ah ja, okay. Da auch gelebt hat. Ja. Und Papa Hemingway. Und sie versucht jetzt, also sie reist dahin und was sie macht, ist erstmal anrufen da. Sie versucht da 2 Wochen lang irgendwie das Ziel ihres Auftrags zu erreichen. Und das war aber schon für Fotos, oder ist sie gleichzeitig die Journalistin, die dann ein Interview mit einsammeln soll? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es geht in erster Linie um Fotos und dann ein bisschen Text dazu. Ja. Also es ist nicht irgendwie die lange Reportage, jetzt hier das große Interview und Hemingway und die Literatur und so weiter und so fort mit ein paar Bildern, sondern wenn du dir die Frauenzeitschriften dann aus der Zeit anguckst, ist es eher so wie, naja, wie so, vielleicht wie so ein Stern oder irgendwie live, gute Bildreportagen. Das okay, ist so ihr Ding. Ich hätte nämlich gedacht, dass die dann immer zusammenreisen, nämlich irgend so ein Journal-Typ, der oder irgendeine Frau, die dann interviewt und die andere Person, die dann halt Fotos schießt. Ja, ist eine junge Deutsche allein unterwegs und da denkt sich Hemingway, wenn die mit dem Bus kommen will, die ist dann vielleicht ein bisschen jünger drauf und ein bisschen cool drauf und
Er willigt dann irgendwann ein und lädt die junge Deutsche zu sich ein. Und sie macht über die nächsten Tage und Wochen etliche sehr intime Fotos von Hemingway bei der Arbeit, Hemingway mit seiner vierten Frau Mary Welch. Und ein sehr bekanntes Foto, wir verlinken es auch mal, du kannst es dir nochmal später angucken. Hemingway, rotzbesoffen, so rote Bäckchen, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto, aber man sieht halt, wie er rote Bäckchen hat über seinem weißen Bart. Eine etwas zu kleine Wollmütze auf dem Schädel und ein riesengroßer Marlin, ein Schwertfisch. Ich glaube, das ist. Und daneben eine junge Frau im Badeanzug mit kurzen Locken, das ist Inge Schöntal. Ah, quasi ein Selfie. Schön, genau, den Selbstauslöser gemacht. Und auf diesem Bild abgeschnitten, Gesundheit. Es gibt das noch mit rechts im Bild mit einem älteren kubanischen Fischer. Das ist aber nicht populär geworden. Der wurde sozusagen weggeschnitten. Und das ist Gregorio Fuentes, Hemingways Vorbild für den alten Mann aus Der alte Mann und das Meer. Ja, das dachte ich gerade dran, weil du Marlin gesagt hast. Ja. Zitat Inge Schöntal: Als eines Tages die Stimmung an Bord nett war, bat ich Gregorio, den 30 Kilo schweren Marlin rauszuholen, der steif gefroren in der Eisbox lag. Ich baute mein Stativ auf, stellte mich zu Hemingway und Gregorio und machte mit Selbstauslöser 5-6 Fotos. Das war mein Scoop. Eins der Fotos ging um die Welt. Gregorio wurde darauf abgeschnitten, aber das konnte ich als Newcomerin nicht ahnen. Mit dem Bild war meine Karriere gemacht und ich bekam Berühmtheiten wie Picasso, Simone de Beauvoir und Marc Chagall vor meine Kamera. Okay, nicht schlecht. Treue HörerInnen werden es jetzt gemerkt haben, heute ist wieder eine von den Name-Dropping-Folgen, wo wir merken, dass es in der Elite und in der, also bei den Opinion-Leadern, bei den Leuten, die große Werke schaffen, die kennen sich alle untereinander und es sind nicht besonders viele. Ja, und irgendwer, genau, springt zwischen denen immer hin und her. Ja, verstehe. Ja. Ja, sie hat das Talent, sie hat die Persönlichkeit, sie hat das Backing ihrer Hamburger Verleger und sie ist halt jung, schön, höflich und ambitioniert. Und ich glaube, was auch das kommt so zwischen den Zeilen durch, was die Leute auch fasziniert, ist, dass eine Deutsche ist, aber aus einer postfaschistischen Gesellschaft, die jetzt nicht irgendeine Nazi-Vergangenheit hat, sondern so eine neue, vielleicht so eine neue Generation als Bundesdeutsche dann in so einem westlichen Zusammenhang eher ist, dass die Leute da auch da ein gewisses Interesse daran hatten. So, du meinst die Promis jetzt? Was ist denn jetzt mit den Deutschen? So, ja, ja. Mal gucken hier. Und ja, ist ja aber auch was so interessant. Ich fand interessant, was du gesagt hast. Das wird ja heutzutage auch nicht mehr so laufen, dass sie dann da ein paar Tage und mehrere Wochen bei Hemingway gelebt hat, um das zu machen. Mal abgesehen von dem Budget, was offensichtlich da noch möglich war damals, was ja auch die, was da auch so ein Promi hat mit sich machen lassen. Ja gut, dann wohnst du halt hier vorne da in dem Beachhäuschen und jeden Tag 2 Stunden Fotosession. Ja, das war wohl auch nicht schön. Also die berichtet da auch noch weiter. Man kann sich das ganze Interview dann mal reinziehen. Hemingway halt immer besoffen und wenn er tagsüber besoffen war, war der aggro. Ja. Und dann hat er sich nach dem Lunch nochmal hingelegt, teilweise auch auf dem Fußboden. Dann hat sie auch Fotos von ihm gemacht, aber ihm musste ihm versprechen, dass sie das Zeit seines Lebens nicht veröffentlichen wird. Und ja, es ist auch diese Einwilligung, dann machen wir das jetzt halt und dann. Ja. So, genau, wir machen mit dem Name-Dropping noch ein bisschen weiter. Insgesamt, unter anderem haben wir hier noch Schauspieler Gary Cooper, den Autor Allen Ginsberg und den Politiker John F. Kennedy. Die landen auch ebenfalls vor ihrer Linse. Ja, das war auch so eine Aufzählung von Männern, die auch alle recht überzeugt von sich selber waren, möchte ich mal sagen. Ja, und Männern, die vielleicht auch einer jungen, schönen Frau nicht abgeneigt war. Sie sagt immer, ja, da wäre ja nichts gelaufen, oder zumindest nichts Ernsthaftes gelaufen. Also sie hält sich da bedeckt. Bis zum schicksalshaften Tag im Jahr 1958. Inge ist 28 und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Fotografin. Gott, wo war ich denn mit 28? Ja, gehört jetzt nicht hierher. Und trifft auf einer Party ihres Verlegers, wieder Ledig Rowohlt, den Ehrengast der Party. Und ich bin total gespannt, ob du den heute kennst, den Ehrengast der Party. Denn wir machen hier mal einen Pin rein im Jahr 1958 und reisen wieder zurück zur Geburt vom Ehrengast, zu Gian Giacomo Feltrinelli. Gian Giacomo Feltrinelli. Der kriegt offensichtlich später nochmal einen anderen Namen und dann könnte ich ihn kennen. Nö, der behält seinen Namen. Ach so. Inge Schöntal bekommt einen anderen Namen. Fratinelli?
doch nicht spoilern. Gian Giacomo Feltrinelli kommt kommt am 19. Juni 1926 in Mailand zur Welt als Spross einer der reichsten Familien Italiens. Die Feltrinellis kommen aus Gargano am Gardasee, Westufer. Wir waren vor ein paar Folgen, als wir über Emin Pascha gesprochen hatten, sehr gute Folge übrigens, ja. Bitte nachhören, waren wir auch am Gardasee. Und da haben sie eine ganz, ganz tolle Villa, die man sich heute auch noch angucken kann. Ja. Und die Familie hatte ihr Geld im Holzhandel gemacht, hatte große Besitzungen auch in den Kärntner, ich nehme an, das sind Alpen, im Gebirge. Ja. Da kamen dann noch Investitionen in Eisenbahn, Bankwesen, Textilien dazu. Also, aber heute würde man sagen, Mischkonzern. Ja. Ja. Und ja, das viele Geld der Feltrinellis hat dann immer noch mehr Geld verdient. Wie das so ist, ja. Ja. Nach dem Tod seines Vaters 1934 wird die Mutter Alleinerbin des Konzerns und heiratet 1940 Luigi Barzini, den Chefredakteur der Zeitung Corriere della Sera. Mhm. Und Gian Giacomo und seine Geschwister, eine Schwester und zwei Halbschwestern, wachsen zum einen in unfassbarem Reichtum. Es gibt diese Anekdote, er wusste nicht, dass es andere Autos als Rolls-Royce gibt. Und in Isolation auch von den, in Anführungszeichen, normalen Leuten auf. Ja. Genau, zuerst in einer Villa, in der Villa Feltrinelli in Gargano. Später zieht die Familie aber um und das Anwesen wird dann einem, ich weiß nicht, ob das jetzt ein enger Freund der Familie ist, aber er zieht dann da ein gewisser Benito Mussolini. Ach, den habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ne? Aber über Mussolini reden wir heute nicht. Wobei der irgendwann auch nochmal weiter, später auch nochmal vorkommt, der hat dann dieses Anwesen halt übernommen als faschistischer ja. Diktator. Und wir bleiben aber bei Gian Giacomo Feltrinelli. Und dessen Erziehung findet so durch, wie häufig in reichen Familien, eben nicht durch die Eltern selbst statt, sondern durch Gouvernanten, Hauslehrer. Und die Erziehung ist auch geprägt von ausgiebigster Bestrafung für selbst die kleinsten Anlässe. Also es gab da wohl immer den Rohrstock. Und er kommt dann erstmals mit Menschen aus der Arbeiterklasse in Berührung. Das sind also die Bediensteten seines Hauses und die Bauarbeiter, die an dem Familienanwesen rumbauen. Denn Stiefvater Barzini hat eine spannende bauliche Maßnahme vorgenommen. Er hat nämlich den Bediensteten die Fenster zugemauert, damit die die schöne Aussicht auf den See nicht haben. Also, ich meine, das ist jetzt ja nicht die größte Schweinerei, die reiche Leute armen Leuten jemals angetan haben, aber es ist eine so ein Ausdruck von Standesdünkel, ja. Ist kaum Worte zu fassen. Ja. Im Englischen sagt man, glaube ich, modern, ein ganz übler Flex. So. Ja. Ja. Naja. Eieiei. Und ja. Da kommt dann auch Gian Giacomo, der ist nicht doof und er ist auch kein Monster und er guckt sich das an und macht sich Gedanken auch um die Habenden und die Nichthabenden. Ja. Und nach seinem Schulabschluss an einer Eliteschule zieht er auch gewisse Konsequenzen. Er wendet sich gegen das italienische Regime, mit dem seine Eltern schon die MonarchistInnen sind, die kuscheln aber mit dem faschistischen Regime. Ja. Und er schließt sich aber einer Gruppe von Partisanen an. Und sein erster Einsatz da wird die Begleitung bzw. die Eskorte einer Gruppe Flüchtender. Man nimmt eine Pistole mit und geht da mit. Und er wird dann. Und zwar von Vardasee aus. Ah, wo genau in Italien, das war okay. Habe ich jetzt nicht. Er wird dann erst noch Teil des Kampfkorps Legnano. Und das ist an die 5. US Army angegliedert. Wir sind da ja schon, also wir sind dann also schon am Ende des Zweiten Weltkriegs, so 44 oder sowas. So ganz ja, gut. Genau. Also ein bisschen kenne ich mich mit diesen Partisanen ja irgendwie, also ganz kleines bisschen nur aus. Die haben ja schon relativ, also gerade in Norditalien gibt es da so ein paar Ecken, die Partisanen tatsächlich auch selber befreit haben. Und dann haben sie sich tatsächlich auch zusammengeschlossen eben mit der US Army und haben da irgendwelche Kommunikationen gehabt und okay, wie auch immer. Ja. Ja, und den Käse erfunden, ne? Ja, Parmesan und Partisan, wo bist du geblieben? Partisan und Parmesan wurden aufgerieben. Stimmt, das ist doch hier Wiglaf Droste. Oder Gernhardt, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall sehr schön. Finden wir noch raus oder schneiden es raus. Der Zweite Weltkrieg in Italien endet. An der Laterne für Mussolini. Genau, an der Tanke.
An der Tanke? Ja, die, also die Laterne war wohl an der Tankstelle. Vielleicht Dieselpreise gesehen. Okay. Ja. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Er wurde da aufgeknüpft und er wurde da hingerichtet. So. Ja. Aber ich meines Wissens war das an der Tanke. Okay. Und Gian Giacomo hingegen überlebt den Zweiten Weltkrieg und in der Zeit tritt er auch der Partito Comunista d'Italia bei, der PCI. Und er ist aber halt Genosse Bonze, ja, einer der reichsten Menschen Italiens. Und dann sagen sie ihm auch, ja, also Parteiführung ist, sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, wenn wir dich jetzt als einen der reichsten Menschen des Landes da jetzt irgendwie in die Parteispitze holen, Gian Giacomo. Musst du verstehen. Was er dann als erstes macht, ist, ja, wobei, vielleicht wäre es auch ein guter Publicity-Stunt gewesen. Wir sind so krass gute Kommunisten, bei uns machen sogar die Reichen. Ja, genau. Ja. Zumindest waren sie recht erfolgreich, was so Wählerstimmen angeht. Ja, also er wird jetzt nicht sofort Chefkommunist, sondern soll erstmal in reichen, konservativen, monarchistischen Kreisen ein bisschen spionieren. Ja, soll halt irgendwie dann weiterhin sein Ding machen als reicher, jungscher Typ. Und dann eben halt Informationen weitergeben. Das heißt, das ist seine politische Analyse und Überzeugung ist auch nicht bekannt. Also der stellt sich nicht hin und sagt hier Rechte den Arbeitern und irgendwie gegen die blöden Kapitalisten, sondern der ist eher, ich finde das halt richtig und macht da auch mit, aber nicht öffentlich. Zunächst mal, ja. Aber er fliegt dann auch sofort auf, weil er eben auch diese Überzeugungen hat. Ja. Also. Ja. Er liest seinen Marx und er macht sich seine Gedanken und er gerät dann auch mit der Familie in Konflikt. Und seine Mutter hatte bei einem Jagdunfall 1928 ein Auge verloren und trug ein Glasauge und versuchte das mit einem Monokel zu kaschieren. Galt als aufbrausend, rachsüchtig und sie wird so ein bisschen dargestellt wie so eine Disney-Bösewichtin. Das war so meine Assoziation. So eine Cruella de Vil. Weiß man nicht. Und was sie zwar schafft, ist, ihren Sohn aus dem Vorstand der Banco Feltrinelli, die Bank, die der Familie gehört, rauszudrängen. Mhm. Aber als den Sohn zu enterben, das ist ihr nicht gelungen. Das heißt, er hatte nach wie vor Zugriff dann, also mit seiner Volljährigkeit, Zugriff auf das Geld der Familie. Mhm. Und was macht Feltrinelli mit dem Geld? Die Partei unterstützen, wie sie es für jeden ordentlichen Kommunisten und Kommunistin gehört. Er spendet tüchtig an die PCI, das ist richtig, aber er bricht auch sein ingenieurswissenschaftliches Studium dann ab und gründet einen Verlag. Ah, okay. Und dann habe ich jetzt ein Zitat von seinem Sohn Carlo Feltrinelli aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk, weiß ich auch nicht genau das Jahr, aber irgendwann in den 2000ern. Zitat: Er war, wie gesagt, ein sehr, sehr reicher Mann. Und er war ein linker Mann. Und er hat gesagt, ich tue etwas mit meinem Geld, das auch für andere wichtig ist. Man muss bedenken, dass Italien damals ein sehr provinzielles Land war. Und einen Verlag zu machen, war kein philanthropisches Projekt, sondern ein gesellschaftliches. Er war ein Entrepreneur, aber ein linker Entrepreneur. Und diese Kontradiktion zwischen Kommunist zu sein und ein reicher Mann zu sein, kann man in Deutschland wahrscheinlich nur sehr schwer verstehen. In diesem Sinn ist es eine sehr italienische Geschichte. Diese Kontradiktion, die sicher da war, eine kreative Kontradiktion. Was ja auch wieder ein riesengroßer Unfug ist. Warum sollte das ein Widerspruch sein? Wenn jemand Geld hat, ist es doch schön für ihn privat. Das hat ja nichts mit seiner politischen Ansicht zu tun. Das ist auch so ein hanebüchener Gedanke. Ja, du hast ja Geld, du kannst ja gar nicht gegen die Kapitalisten sein. Man muss schon Italiener sein, um das zu können. Ja, ist echt. Ja, vielleicht nimmt er dieses Italienertum auch ein bisschen wichtig. Und ich glaube, es gibt genug Beispiele aus allen möglichen anderen Kulturen von Leuten mit Geld, die dann einfach sich nicht ihrer Klassenzugehörigkeit. Beispiel The Original 2 zum Beispiel. Also der Marx konnte doch auch nur, weil der Engel so reich war. Ja. Na gut. Ja. Und in diesem Verlag bringt er Klassiker und auch linke Literatur raus. Und das eine Ding, was ihn dann sozusagen nochmal in der Verlegerszene zu Weltruhm bringt, ist die Herausgabe von Dr. Chivago, von Boris Pasternak. Okay. Bist du da irgendwie ein bisschen drin?
Ich wüsste nicht, dass das in irgendeiner Weise einen Klassenstandpunkt einnimmt oder sonst irgendwas. Oder die armen, unterdrückten Bauern oder Arbeiter des russischen 19. Jahrhunderts, wo es wahrscheinlich spielt, des zaristischen Russlands irgendwie darstellt. Aber vielleicht tut es das ja auch. Wir sind auch im nachzaristischen Russland in der Russland. Geschichte Dr. Zhivago. Aber und es werden nämlich auch die Verbrechen der Bolschewisten da thematisiert. Ah. Und das hatte die Sowjetunion nicht so gerne. Ja, ganz was Überraschendes, ja. Und dementsprechend war halt Pasternak auch da, galt halt als Dissident, als irgendwie Meinungsabweichler. Und auch Feltrinelli hat dann Ärger gekriegt, einmal mit seiner eigenen Partei, der PCI, aber auch mit der Sowjetunion, weil er jetzt halt dann meinte, ja, das wird da thematisiert, aber das ist kein antilinkes, das ist kein antikommunistisches Buch. Das ist halt nur, sagen wir, gegen so eure Parteigeschichte, die ihr da erzählen wollt. Ja, klar, ja. Und das Buch, genau gehe ich da auch nicht ins Detail. Der Sohn hat darüber ein Buch geschrieben über seinen Vater, also Carlo Feltrinelli, packen wir auch in die Quellen. Da wird es nochmal ganz in aller epischer Breite aufgedröselt, wie jetzt die Manuskripte zu ihm kamen und wie er das gemacht hat. Und das heißt, das ist dann zum ersten Mal, das ist aber nicht zum ersten Mal dann erschienen. Ich habe keine Ahnung, was weißt du was über Dr. Zhivago? Ist das durch den Film so groß berühmt geworden oder war das schon erst als Buch wahnsinnig berühmt? Wann ist das überhaupt rausgekommen? Wann ist der Film überhaupt rausgekommen? Ich weiß ja alles nicht. Okay, also tatsächlich, wir sind in der Zeit, das kommt in der Zeit raus. Der Film, das Buch. Das Buch kommt in der Zeit raus. Ach so, das ist sowas Neues. Das spielt doch irgendwann in den 20ern oder sowas. Das spielt, genau, das startet irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts und geht bis in die 20er rein. Ist aber geschrieben in den 50ern, verfilmt in den 60ern und die sozusagen die internationale Herausgabe findet durch Feltrinelli statt. Er kriegt von Pasternak die Weltveröffentlichungsrechte und gibt es eben weiter. Die russische Variante wird mit Unterstützung der CIA in den Niederlanden gedruckt und dann soll dann in die Sowjetunion verbracht werden. Gibt es bestimmt auch ein paar schöne Exemplare, Agenten-Stories, ja. Ja. Und was die deutsche Ausgabe anging, dabei waren eben gerade die deutschen Verlage, haben sich dann eben halt auch an Feltrinelli rangewanzt, weil das ist natürlich durchaus eine Nummer. Ja. Das war aber sozusagen nicht der einzige Grund, wo jetzt Feltrinelli und die Kommunisten voneinander abweichende Meinungen und Ideen hatten. Der deutsche Historiker Jobst C. Knigge führt in einer Monographie über Feltrinelli auch an, dass die Niederschlagung des Aufstands gegen die sowjetische Besatzung Ungarns ihn da hat von der kommunistischen Parteilinie und der Sowjetunion abrücken lassen. Ja, und so wie ich das erinnere, war die PCI in Italien auch immer sehr, sehr dran gelegen, stärker noch als andere westliche kommunistische Parteien, sehr auf Linie der Sowjetunion zu fahren. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es die größte kommunistische Partei in Westeuropa war, meines Erachtens. Die haben ja irgendwie so die Hälfte der Stimmen quasi häufig in Italien gekriegt. Oder so knapp. Genau. Und die PCI und die Sowjetunion sind halt eben nicht mit Pasternaks Darstellung der Oktoberrevolution in ihrer eigenen Geschichtspolitik einverstanden. Und nochmal ein Zitat von Carlo Feltrinelli. Und für meinen Vater hat es gezeigt, dass dieses Buch herauszubringen gegen die kommunistische Partei Italiens, gegen die sowjetische Partei, die nach Italien kam, um Pression zu machen. Also man merkt, er spricht, also es ist Deutsch, aber so aus dem Italienischen raus übersetzt. Ja. Für sich in seinem Kopf. Hat gezeigt, dass man mit einem Buch die Welt ändern kann. Man muss bedenken, mein Vater hatte dann die Weltrechte von Dr. Zhivago. Er hat es dann an die größten Verleger verkauft. Doch der hat es nie mit einem antisowjetischen Impuls gemacht. Und es war auch richtig, es war kein antisowjetisches Buch, es war nur ein sehr gutes Buch mit irgendwelchen Motiven, die die Russen nicht mochten. Ja. Und dieser Dr. Zhivago war eben der Schlüssel, um zu verstehen, was mein Vater war als Verleger, mit einem Buch, einem Autor an die ganze Welt zu sprechen. Und deshalb ist der junge, er ist jetzt gerade erst 34, deshalb ist der junge Verleger auch 1958 in Hamburg. Weil er den Zhivago an den Mann bringen will, beziehungsweise andere sich an ihn ranmachen wollen. Ich weiß nicht genau, ich konnte das nicht rausbringen, aber es ist Party bei Rowohlz in Rheinbeck und ob man jetzt Feltrinelli schon für den Vertragsabschluss feiern möchte oder ob man ihn da weichbuttern möchte, dass er das nun ja an den Verlag gibt, habe ich jetzt nicht parat, aber so oder so war er halt der Star des Abends. Das hast du jetzt, ich möchte mal kurz hier ein bisschen hier Metaebene, ich finde das total schön, wie du jetzt diese beiden Geschichten so gleichberechtigt hier jetzt hingeführt hast und jetzt
werden sie zusammengeschnürt. Das, ja, das ist so ein, das habe ich mal probiert auf der Metaebene, so ein Storytelling zu machen. Ja, richtig. Genau, sehr gut. Und, weil ich glaube, in einem Film würde man es genauso machen. Richtig. Was ist ein Podcast anderes als ein Film ohne Bilder? Jetzt könntest du mal den Five-Sound machen. Ein Stift. Ah, ist doch positiv. Ja, aber was anderes ist ein Podcast als ein Buch ohne Seiten. Oh, sind ja immer philosophischer. Ein Podcast ist ein Podcast ist ein Podcast. Meine okay, Frage. Reicht. So, genau, reicht. Entschuldigung. Wir sind also an einem Sommerabend in der Rheinbeck im Juli 1958. Feltrinelli ist auf der Party und Inge Schönthal kommt zu spät. Zitat Schönthal. Ich kam verspätet, weil ich gerade von einer Fotoreportage aus Ghana zurückgekommen war und sah den Ehrengast schüchtern und verloren in einer Ecke stehen. Er war schlecht angezogen, rauchte eine Zigarette nach der anderen oder kaute an seinen Nägeln. Ich ging zu ihm hin und erzählte, dass ich seine Mutter in New York auf einem Ball des Herzogs von Windsor fotografiert hatte. Okay. So. Und ob der Anmachspruch funktioniert, wie es weitergeht mit Inge und Gian Giacomo, welche Weltprominenz noch vorkommt, das hört Abel und das hört ihr in Teil 2 unserer Doppelfolge, denn wir sind hier schon ein bisschen in der Zeit ganz schön weit fortgeschritten und kriegen das heute nicht fertig. Ach. Und ja. Dieser Cliffhanger, Mann. Deshalb gibt, ja, guckt, tut euch den Gefallen, guckt nicht nach, was mit Inge Schönthal und mit Feltrinelli weiter passiert ist, sondern hört es bei uns nächste Woche. Ja. Und wir haben noch ein paar andere Sidekicks hier. Wir haben einen Österreicher mit fettigen Haaren, wir haben Dynamit, wir hatten lange kein Dynamit. Oh, wir haben Dynamit, kommen doch vielleicht sogar Anarchisten vor. Oh, das wird zu klären sein. Ich glaube, yeah. Da haben wir und Carlo Feltrinelli vielleicht in Zukunft unterschiedliche Meinungen. Und dann machen wir auch nochmal die popkulturelle Verarbeitung des Ganzen, wie die beiden nachgewirkt haben. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen bis nächste Woche, wenn wir dann wieder noch sowas Längeres machen und die Fußnoten dann einfach eine Woche verschieben. Sehr schön. Ja, ja, das ist toll. Ich bin gespannt. Alles klar. Dann ihr auch. Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Teil 2 über Gian Giacomo und Inge. Eine schöne sonnige Tage. Tschüss.